Hallo, ich bin Avato. Ich möchte heute wieder ein Display öffnen und zwar was ganz Besonderes. Oh. Jo. Ja, ein schönes Evolving Skies auf Englisch. Was ich ein bisschen seltsam an diesem Display finde, ist einfach die Tatsache, dass man hier eine Öffnung hat. Und das nicht richtig geschlossen ist. Dazu kommt, dass hier nochmal so ein ziemlich komisches Plastikstück abhängt, was ich irgendwie seltsam finde. Ansonsten sieht das Display eigentlich relativ normal aus, aber das lässt mich ein bisschen zweifeln, ob das resealed worden ist. Und wenn ja, wie geht sowas überhaupt? Was denkt ihr? Ist das resealed worden? Oder gibt es so Produktionsfehler sozusagen. Weil das finde ich schon ein bisschen heftig, ehrlich gesagt. Aus diesem Grund werde ich es auch aufmachen. Ich werde ein paar Packs immer nur öffnen, damit ich hier noch meinen Spaß habe. Ich hoffe, hier ist was Gutes drin, aber mich lässt es ein bisschen zweifeln, dass halt eben diese Öffnung hier so krass aussieht, ehrlich gesagt. Ja, was denkt ihr? Ich würde es gern wissen. Habt ihr sowas auch schon mal erlebt oder gesehen? Ich werde es öffnen und immer mal wieder ein paar Packs davon halt aufmachen. Aber ich weiß nicht, ich habe sehr viel Zweifel an diesem Display, ehrlich gesagt. So. Dann können wir es eigentlich auch gleich mal öffnen. Ich werde jetzt, denke ich mal, nur vier Packs aufmachen. Und dann immer mal wieder ein paar Packs davon halt öffnen. So, dann habe ich ein bisschen länger was davon. War ja auch nicht günstig. Und ja, entsprechend werde ich herausfinden, ob das hier resealed worden ist oder nicht. Weil gefallen tut mir das überhaupt nicht. Dann öffne ich das jetzt mal. Und wir sehen, was dabei rumkommt. So in den nächsten Videos werde ich, denke ich mal, alles geöffnet haben. Schade, eigentlich wollte ich das gar nicht öffnen. Aber irgendwie zweifle ich. Insofern, komm. Wird jetzt aufgemacht. Ganz bitteres Gefühl. Aber es passiert. Oh Gott. So. Jetzt habe ich es geöffnet. Ja, auf jeden Fall irgendwie seltsam, dass es halt eben so eine Öffnung hat. Ich hatte ja jetzt quasi fast ein ganzes Case Silver Tempest gehabt. Da hat man es jetzt nicht gesehen. Ja. Und das wundert mich halt echt. So. Er ist geöffnet. Oh Mann. Ich hoffe, ich werde belohnt. Aber das sehen wir dann. Mal schön vier verschiedene Artworks. Spannend. Wir haben Kampfenergie. Ne, Kampf hatte ich schon mal. Psychoenergie. Yeah! Läuft. Also, Lucky Ice Pop, Tentacruel, Pulpitoad, Cutiefly. Die Karte sieht beschädigt aus. Nicht schön. Hitmonchan, Lotad, Sableye. Teddy User, Ribbon Badge und Ampharos. Okay. Die sehen eigentlich gut aus insgesamt. Faker kenne ich eigentlich relativ gut. Nur jetzt hat mich die Ecke so ein bisschen verunsichert, ehrlich gesagt.
Schicht Energie. Ah, fuck. Vergessen. Ice Cube. Skibloom. Elemental Badge. Ist, glaube ich, gut für so ein Eevee-Deck. Soll ziemlich stark sein. Slakoth. Pidgeotto. Und auch wieder hier diese Eckprobleme, komischerweise. Sieht doch nicht so sauber geschnitten aus, tatsächlich. Pikachu. Pumpkaboo. Rufflet. Fullface Guard. Und... ein Umbreon. Geil. Das wird jetzt Wasserenergie. Ey. Woher weiß ich das die ganze Zeit? Ich spüre das in den Fingern. Snowleaf Badge. Hippowdoom, Bravery, Scraggy, Hippopotas, Tempole, Little Leo, Eevee, Bergmite und Metabon Flame. Letztes Pack. Dabei rumkommt. So, das wird... Was wird das? Das wird Kampfenergie jetzt. Nee. Und Licht. Gordy. Bravery. Nuzleaf. Ups. Ein Mareep. Drowsy. Scraggy. Feebas, Hitmonchan und Skibloom und ein Drampa. Okay. Vier gewinnt, einer war ein Hit, aber ein schöner Hit. Schönes Umbreon. Wobei halt das Centering jetzt nicht so nice ist. Aber immerhin ein schönes Umbreon. Freut mich.